Wo ist er? Du bist Rebels, ne? Level 4. Wie viel Gold haben wir? 5000. Dann können wir ihn, glaube ich, einfach so für 400 in Compensation schicken. Das war Rebels dann. Er ist nicht gestorben, aber ihm ging es auch nicht gut. Sagen wir mal so. Halt, das war falsch. Haben wir noch eine bessere Rüstung für dich? Die musst du halt nur reparieren. Du hast auch noch so eine Shit-Rüstung. Die Shit-Rüstung sind ein Problem, bis wir Nimble haben. Die Shit-Rüstung sind ein großes Problem, bis wir Nimble haben. 79, du hast eine 90er Rüstung. Auch ein. Du bist traumatized, ne? Hast du auch ein Cleaver-Dude? Weil offensichtlich Inni kann man bei dir knicken. Das wirst du nicht mehr. Du könntest aber Axen ansonsten, um Schilde wegzunehmen. Musst du nicht mal Hitchance für haben. Einfach One-Hand-Axen. Oder wir gehen einfach nochmal Gifted. Und dann bist du nämlich noch bei noch mehr Heat Chains und HP wahrscheinlich auch mal ein bisschen. Ja, das finden Leute alle nicht cool, dass jetzt meine Kumpels sterben. Return to Eisenstein anytime to get paid. Das würde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Weil wir haben uns, glaube ich, ganz gut geschlagen. Und wir sind jetzt auch bei den über 1000. 62 mal 22 und bei über 1200. Das sollte reichen. Dafür haben wir für 400 jemanden in Rente schicken müssen und die natürlich auch vorher schon Sachen investiert hatten. War, glaube ich, nicht so ein Gewinn insgesamt, außer dass wir halt Wohlwollen bei den guten Leuten, bei den Adligen kriegen. Das ist ja so ein bisschen das. Achso, wir haben den Negotiator brauchen, um die Beziehungen aufrechtzuerhalten. Den sollte ich mir wahrscheinlich das nächste Mal gönnen. Halt, das wollte ich nicht. Okay, ist mir egal. Ich wollte dahin. Hier den Negotiator, weil Relationship. Schlechte werden schneller besser und gute bleiben länger. Und das ist schon ziemlich sinnvoll, glaube ich. Come a man dangled upside from a tree, and brown men are sitting around him, sharing a goat skin flask. Look like they are at the end of a day's hard work. Dangling man, I mean, was there so? Nee, time to leave. Nee, das war wieder jemand, der ein totes Horse gevögelt hat. Nee, danke. Kann man drauf verzichten, so jemand will ich auch bei mir nicht haben. Hey, ich wollte rein. Gegengift. Wolfpad. Will ich mal craften. Gegengift können wir noch ein paar mal craften. Wardog Armor können wir auch noch mal craften, wenn wir auch noch brauchen. Iron Will Potion. Not affected by non-permanent injuries, new or old. Das ist eigentlich eine ziemlich nice Potion eigentlich, wenn du eine fette Verletzung kriegst. Das ist schon eine ganz gute Potion. Das ist alles sehr teuer. Das wollen wir verkaufen, soweit wir noch können. Können wir eigentlich auch mal verkaufen. Essen haben wir nur noch 18. Nehmen wir noch ein bisschen was. 17er Verkaufswert ist hier. Dafür habt ihr aber gut abgekauft, Leute. Für einen 17er Verkaufswert habt ihr aber gut abgekauft. Könnten einen Beast Slayer holen. Der kann auch ein guter Rangy sein. Er ist er aber nicht. Hate for Beasts, Teamplayer. Aber das ist, glaube ich, ein guter Frontliner mit 2 Sterne Melee Skill und Melee Def. Und dann noch das könnte er, glaube ich, ein guter Nimble Frontliner werden. Er hat halt super wenig HP. Das ist ein bisschen der Knackpunkt daran. Aber ich glaube, den würde ich mal mitnehmen. Ein Beast Slayer. Als Revels Ersatz.
Du warst der Beast Slayer, genau. Rebels the Second ist das jetzt. So. 47. Du meinst, dann behalt halt. Du kriegst erstmal das. Und mit 52 wahrscheinlich erst nochmal ein Speer am Anfang. Hast sogar direkt einen Level Up, dann auf jeden Fall das. Und das würde ich sagen. Du bräuchtest aber auch einen besseren Herum. Wie den da und eine bessere Rüstung wie die da. Ja. 70 und 105. Teamplayer ist halt ziemlich geil. Du musst eigentlich eine Zweihandwaffe kriegen. Bei Gelegenheit. So, jetzt war es auch ziemlich teuer, Tools and Supplies zu kaufen. Gucken wir mal im nächsten Dorf, ob es da günstiger ist, Tools and Supplies zu kaufen. Vielleicht mal auch den ganzen Müll, den wir haben, zu verkaufen, oder? Wir haben doch so viel Goblin-Müll noch, oder zumindest noch ein bisschen was in Goblin-Müll. Achso, und... Wer hat denn hier die dicke Rüstung? Irgendjemand hat aber doch eine 200er Rüstung oder sowas, oder? Ne, haben wir noch nicht, ne? 130 ist das dickste. Dann würde ich, glaube ich, das noch kurz aufbewahren. Und wir müssen noch zwei Hunde kaufen, um die War Armor zu benutzen. Dann müssen wir wieder aufhören, zu viel Sachen auszugeben, zu viel Kohle. Wir haben gerade irgendwie 2500 verloren in dem Auftrag und kriegen nur 1200 zurück. Schlecht. 1300 kriegen wir. Und Raided, Repain mal rein. Tempel, Cut Arm, 1 bis 4 Tagen. Hier gehen wir noch Apprentice. Apprentice ist eigentlich immer ganz geil, aber ich glaube, wir haben jetzt keinen mehr, ne? Defend Eisenstein gegen Raiding Parties. Gegen Raiding Parties. Habt ihr erstmal vielleicht irgendwie. Ja, man auch immer bezahlen. 576, also wenn wir da die Raiding Parties machen, soll es sogar ziemlich in Ordnung sein. Würde ich sagen. Ich würde aber vielleicht noch kurz meine Rüstung ein bisschen mehr reparieren wollen. Oh, und Essen brauchen wir. Scheiße, daran habe ich nicht geachtet. Auf Essen habe ich nicht geachtet. Hier, gib mal Essen her. Alternativ haben wir das. 1400 ist eigentlich ein ganz guter Move. Defended against Southern Heavens. Mit den Südländern. Ach. Würde ich jetzt, glaube ich, gerade nicht machen. Dann würde ich, glaube ich, erstmal die Raiding Parties machen. Die sollten deutlich ungefährlicher sein. So, Brigands are on site. Time to protect the town. Frage wo? Ah, da kommen sie. 6 Brigands hier, komm. Gib her. Hey, ich will kämpfen. Some Raiders, die sollten eigentlich nicht mehr allzu sein. Oh Gott, die haben... Ich sag's und krieg 2 Zweihand-Dudes da rein. Holy shit. Werdet euch... Ihr habt doch keine Range. Warum... packt ihr euch nach hinten? Ah, deswegen. Habt Range. Kriegt man bloß nicht so einfach mit. Hallo, wir gehen jetzt mit denen gehen wir voll rein. Unsere Digis. Ja. Auch noch schön da rein. Abbruch kann eigentlich auch da, glaube ich, voll Ballett reingehen. Und Ben hat jetzt auch Nimble. Ihr holt alle eure Werfscheiße raus. Das ist doch unfassbar. Dann pushen wir halt alle wieder. Und du tauschst mal, damit du hier drin stehst und von ihm noch ein bisschen Deckung kriegst. Ah!
Boah, da ist schon ein Schild weg. Das ist ja unangenehm, wenn so ein Schild plötzlich wegfliegt. Ey! Werf mal nicht die Äxte mit rein. Wow! Oh. Er hittet das. Er hittet es. Ach komm schon. Hallo Lok. 67er, ja gut, okay. Ein 67er ist nicht so. Geh doch. Be dead, Bro. Oh, ich bin an Zweihand-Dude dran gelaufen. Ich gut. Wir tauschen dich mal aus, würde ich sagen. Dann greifen wir nochmal an. Uff, das war knapp. Beide nicht getroffen. Eine Tragödie. Eine Tragödie. Sehr gut, der hat aber auch nicht getroffen. Dahin. Och, schade. Sehr nice. Hallo. Komm mal Hallo sagen, ne? Du bist ja noch nicht rennt, ne? Müssen wir dich mal ein bisschen rennen losen, würde ich so hoch. Ja, jetzt rennen sie alle. Also literally alle. Nö, nö. Die gönnen wir uns. Gute XP. Gute Free XP. Putz die Bäume weg. Das ist so das Fiese an... Speeren, weil die einfach so oft hitten. Kopf ab. Sehr schön. Das hat keinen von uns irgendwas gekostet und wir haben noch mal ein bisschen Loot bekommen. Das war entspannt. So soll es häufiger sein. So soll es häufiger sein. So, plus 2. Plus 4. Plus 2, I guess. Und du sollst auch Battleforged kriegen. Hast halt nur 88% Reduktion. Also nur auf 88%. Du bist erst Level 2. Wir brauchen hier auf jeden Fall das von dir. Moment mal, ich wollte dich darauf, darauf und darauf gehen. Weil das Quatsch ist. Ich glaube, darauf, darauf und darauf ist es besser, weil die HP, okay, ja, wir kriegen plus 4, aber 2 Melee Defense, glaube ich, mehr wert als 4 HP. Punkt. Mit Brain Damage, ey. Wenn er besseres Resolve hat. So, gib mal die 490 Kronen rüber. Danke. Für diesen schönen Morgen. Xan ist schon wieder besoffen, ey. Xan ist schon wieder besoffen. 560. Für Uncut Games. Ja, ne? Würde ich schon machen. Glaube ich beide sogar. 560. Ich glaube, billig habe ich es nicht gesehen. 520 sind es normalerweise wert. Komm, wir nehmen mal beide mit. Ist ein bisschen ein Gamble. Mal hier. Guter HP, guter Melee-Skill. Ini ist nicht so toll. Resolve ist okay. Ist gut. Gut. Uff. Haben wir noch einen Apprentice? Oder jemand, der mal Apprentice war? Das weiß ich natürlich nicht, ne? Wir haben sehr... sehr, sehr viele Kultisten inzwischen. Ja, ich glaube, ich würde... Also der ist schon ganz okay von den Werten her auf Stufe 1, ne? Aber... weiß nicht.
Nee, lass mal jetzt. Lass mal jetzt. Was war der Auftrag? Move to the Fallen Star Defended. Muss ich jetzt nicht haben. Gehen wir dann nach Dulmen. Muss ich jetzt nicht haben. Wir müssen noch ein bisschen reparieren. Und vor allem müssen wir wieder verkaufen und wieder gute Tools und Supplies ein bisschen zu bewegen. Wie sieht's hier aus? 519. Aber bei euch ist ja gerade absolute Katastrophe. Essen können wir hier mal richtig sick verkaufen. Also hier wir jetzt ne, Essen hierher bringen. Der Schockgüsel. Hier für einen Auftrag. 180. Secure Crypt of Gelfargo. Oder 400 nach Tridentfest nach Südwesten. Let's go. Wir wollen eh nach Südwesten. Aber wir hätten das Essen verkaufen sollen. Das ist ein Großteil davon. Das wäre smart gewesen. Ja, ist mir so egal, was da hin und her geht. Ist mir auch egal, wer den Heiligen Krieg gewinnt. On the road you find a man with a broken cart by the side of the path. By the wagon here is a donkey standing idle. Man, take everything we can use from the cart. We have no time for this. Let us help to get your cart on the road again. A little better than that, and your appearance seems to have scared him. He rears up, begging away me. Have you come to take my things? If so, you needn't kill me. Take what you want. Nee, wir helfen dir, komm. Ach, Sexy! Du sollst dir nicht die... Brich dir doch nicht die Hand dabei, während du dann Karren rumschiebst. Ach, Sexy. Das ist echt eine fucking gebrochene Hand. Das ist nicht nur so ein bisschen gebrochen, komplett gebrochen. Oh Mann. Oh Mann. Du sollst nur den Karren schieben. Du sollst doch nicht da irgendwo in die Speichen reingreifen. Eieieiei. So, Sonnenwehr. Was geht hier? Achso, hier können wir Hunde kaufen, ne? Wir wollten eigentlich noch 2 Hunde haben. Ja. Guff und Lasher. Let's go. Wer kriegt denn die jetzt? Xan hat, glaube ich, noch mal wegen Punkte übrig. Dann kriegst du die und eine Rüstung obendrauf. Und du hast übrigens keinen Schild mehr, Code. Sag das doch mal jemand. Ich glaube, du hast auch immer noch mal Punkte übrig. Das kostet. Wie viel kostet es denn, sowas zu machen? 3 AP. Nee, dann bist du schlecht, weil du hast meistens 2 übrig. Dann kriegt das jetzt noch Sepp als Kuschelhund, damit er nicht so. Moment, warum hast du keine. Ich bin ein Vollidiot. Kannst es nicht. Du kannst es nicht haben. Weil du musst ja die Schärpe tragen. Krieg jetzt Abbruch noch einen Hund. Wo ist der Hund? Da ist der Hund. Hund. Du kriegst noch ein Gegengift. So. Sollen wir noch ein bisschen Sachen verkaufen. Wie ist denn hier der Preis? 16. Nicht das, was ich sehen wollte, sind wir ehrlich. Nicht das, was ich sehen wollte. Hier gibt es auch noch einen Weaponsmith. Der auch nicht so geil, aber das Cleaver ist nice. Das hier. Aber ansonsten ist es gar nicht so geil, was er anbietet. Wie schnell die Zeit bei dem Spiel vergeht, finde ich Wahnsinn. Oh. Also es ist few Brigand Marksmen, some Brigand Raiders. Ja, kommt doch. Kommt doch und probiert's bei Nacht. Kommt direkt die Militia komplett raus. Und geht ab. So, hier, das ist gut. 1, 2, 3 GPA. 125er Flat-Top-Helm. Minus 7. Der würde mit den 8 perfekt auf die 15 kommen. Mit dem da, mit dem Padded Leather 8. Wie viel ist denn hier der Preis? 17. Ich glaube, das Ding sollten wir übrigens reparieren, bevor wir es verkaufen. Genauso wie das reparieren sollten.
Aber bei 17 kann ich mal die Wurfsachen verkaufen, die ich mir brauche, und die Billigkram-Sachen hier. Aber ich habe doch noch Leute mit... Halt, nee, ich wollte genau dahin. Mit schlechterer Rüstung. Gib doch mal eine Pedalella rüber. Hier, dann können wir dir auch noch die 70er Rüstung geben. Du hast eine 65er und du hast noch eine 50er Rüstung. Du hast auch eine 55er Rüstung. Ja, ja, da habe ich vielleicht nicht ganz aufgepasst, ey. Da habe ich nicht ganz aufgepasst. Hier, 600, sehr gut. Dann machen wir Plus, da können wir es verkaufen. Finde ich gut, finde ich gut. Essen ist noch fein für 2 Tage. Armor Roll. Brauchen noch mehr... Captain Reinforced Mail. This piece of light mail armor was once the personal item of a well-known fencing master. It is as light as a tunic, but protects all vital body parts. Minus 12 ist nicht as light as a tunic, aber ist ja wurscht. Ja, wir könnten hier für 5000 das halt kaufen, ne? Oder halt Helme. Für 230 plus brauchen wir. Ja, hier ein Helm für 2,6. A masterfully crafted salad supported by a mail coif. Crested with colored ribbons. 300. Moment, ich habe eine... Ich habe hier noch Waffen, die ich reparieren will. Überhaupt nicht realisiert gerade. Okay, einen Auftrag haben wir hier nicht. Leute, hier Bodo, du... Holy und Night Owl. Ich habe mir Night Owl gebufft, ich will dich haben. Würde ich auf jeden Fall haben. Ich will dich auf jeden Fall haben. Holy shit. Resolve ein bisschen fixen. Inni fixen. Das ist ein 30er. Kannst auf jeden Fall das haben. Das ist schon ein Warbow sogar. Dann kriegst du mal die vergrößerte. Bin ehrlich gesagt eigentlich ein Armbrust-Fan. Aber du hast jetzt einen Bogen. Also wirst du wohl Bogen-Dude. Hier hast du noch das. Und mindestens ein 55er sollst du schon haben. Wir tauschen mal mit Sepp. Und du sollst schneller lernen. Müssen irgendwie unsere Aufstellung ein bisschen umbauen. So. Ich glaube, Sono erkennen wir schon ganz gut. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen guten Ranged-Hübi. Also wirklich mit 3 Sterne und Night Owl und Hunter ist, glaube ich, richtig geil. Und wir sonst noch was geben? Wir könnten dir das Gift geben, eventuell. Weil wir es sonst nicht benutzen werden und es nur 100 wert ist. So. Code your weapons and arrow tips with poison. Cannot be used while engaged in melee. So. Goblin Poison. Der war richtig nice. Jetzt haben wir halt nur kein Geld mehr. Jetzt müssen wir halt... Wir werden mal wieder nach Kronkog und so hier runtergehen und Brunndorf. Brunndorf mag uns zwar nicht mehr, aber wenn wir nach Kronkog runtergehen, sollten es eigentlich wieder gehen mit dem Geld, was wir für die Aufträge kriegen. Sollte im Großen und Ganzen wieder alles im grünen Bereich sein. Und wir müssen halt wieder ein bisschen leveln. Ein paar Brigand-Aufträge oder sowas wären ganz gut. 180, Drive of Brigands. Das ist so schwierig, ne? 2000. Move to the fore and stand defended. Da hab ich wenig Lust, Leute. Ich wenig Lust und da ist noch ein Kultist. Wir speichern mal die Kampagne wieder. Ich würde mal versuchen, das Drive of Brigands. Weil das kann auch böse nach hinten los. Brittle Hotel heißt das? Brittle Hovel. Ich dachte gerade Brittle Hotel. Ich dachte, was ist denn das für ein Name? Die wohnen doch nicht im Hotel. Die Jungs, die wohnen doch nicht im Hotel.
So, Nacht ist natürlich gut. Aber ich glaube, es war noch nicht ganz nachts, ne? Yes, es war noch nicht ganz Nacht. Bevor ich hier jetzt lange rummache. Ich will schon Nacht haben, bevor ich da reingehe. Gegen Rangies. Night. Jetzt. Weil hier Fubric und Marksman, die haben den Vorteil in der Range. Let's go Nacht. Die chillen natürlich jetzt da rum. Großen Teil. Chillen natürlich zum großen Teil jetzt da rum. Nice, direkt mal der erste Schuss ein Hit. Das fängt doch gut an. Muss die versuchen, ein bisschen zu kitzeln, damit die anfangen rauszukommen. Würde ich sagen. Oh, das ist schlecht. Jetzt habe ich hier ihn offen gelassen. Aber du kannst dich da vorstellen. Das ist schön. Ja, im Zweifel rennt Sono halt einfach rein, ne? In die Jungs. Würde ich sagen. Dürfte eigentlich nicht so weit sehen, dass sie meine Backline sehen. Never mind. Sie haben gerade meinen Backline gehalflifed. The fuck? Der Bannerträger dahinter im Shield Wall steht, ey. Bin ich eine absolute Frechheit. Warte, wieso komme ich da nicht hin? Achso, weil ich im Verteck bin. Deswegen darf ich da nicht hin. Müssen wir mal kräftiger kitzeln, glaube ich, hier. Schade. Du musst noch reinmoven, bevor wir hier irgendwas machen dürfen. Werde ich mit ihm zuerst moven. Okay. Abgewehrt, das ist sehr schön. Der Speer. Der Speer ist eklig. Du läufst da rein. Komm halt ewig nicht durch, gegenseitig. Aua. Die treffen ganz schön kräftig, ey. Und Blutung. Ich glaube, es hackt. 82er nicht gehittet. Oh. Bin so untröstlich. Unfucking tröstlich bin ich. Dann 81er. Let's go. Ich kann dich entwaffnen. Ich kann es aber einfach sein lassen und dich einfach nur taggen. Der rennt schon. Der muss das nicht mehr machen. Er macht sie selber, wenn du versuchst wegzulaufen. Ich bin jetzt ein bisschen zu offensiv hier. Ich muss den hier unten mal anbieten und mit dem Shield wallen, wenn ich noch dazu komme. Ja, hier muss ich jetzt doch durch mit durch den. What? Wer der? Oh no, ich habe Xeni dumm hingestellt. Ach, Scheiße. Ja, es war eigene Dummheit.
Das war eigene Dummheit. Nehmen wir mal das Schild weg. Nicht dahin gehe ich wieder an der gleichen Stelle. Ach, scheiße. Versuchen wir mal den dahin zu treffen. Oh no, ey. Es kann sein, dass Xeli jetzt done ist. Kommen wir nichts mehr ran von hier aus. Wenn die Hunde Overwhelm hätten, ey. Imagine. Aber die Hunde haben leider kein Overwhelm. Sie haben kein Overwhelm. Au. Au. Ja, der trifft halt nicht. 82 wieder, der daneben geht, ey. Das RNG in der Runde ist aber... Puff. Den gebe ich wieder von dem Hitbar. Muss warten. Okay, der hat ihn platt gemacht, dann hätte ich da hingehen dürfen. So, Wuffi noch hin. Sind wir zwei Leute, die aktiviert haben hier mit dem Range-Shit. So, jetzt darf ich hier hin und jetzt darf ich hier zielen auf 29. Ja, let's go. Aber gehittet. So, jetzt kann keiner mehr von den Range-Leuten angreifen. Das ist schon mal sehr gut. Den. Können nur die beiden. Achso, weil ich minus Vision habe, ne? Natürlich doof. Wieder nicht entwaffnet. Schade. Danke. Damit sollte mein Dude hoffentlich jetzt mal safe sein. Jetzt treffe ich auch langsam wieder ein bisschen. Heal aber leider auch ein bisschen. So. Hallo. Die wollen nicht mehr weiter spielen mit mir. Das ist aber schade. Ich will nämlich noch mit ihnen spielen. Rache! Schön reinkauen. Nom 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 nom. Gute Wuffis. Du hast keine Reichweite gerade, weil Nacht und alles. Aber du kannst da Dinge tun. Au! Oh Mann, Todesaim ist auch noch gestruck down, also Verletzungen haben wir hier noch, sag ich mal, ne? Verletzungen haben wir hier noch. Dass der noch nicht gerannt ist, ist halt unlucky, I guess. Du siehst ihn nicht. Bist blind. Wie blind bist du? Ja. Wieder drei Leute, ne, zwei Leute gestruck down, ne? Das kann also deuten, gleich ein richtiges Problem haben. Ich kann versuchen, den Helm wenigstens noch zu kriegen, um ein bisschen den Loot zu erhöhen. Wer steht noch dran? Du stehst noch dran.
Minus Melee-Skill, minus Range-Skill ist sogar machbar als Dingens. Und wieder ein abgeschnittenes Ohr, Alter. Wir sind die Einohrigen. Holy shit, Mann. Die Hälfte unserer Leute hat nur noch ein Ohr. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Du hast Kolossus. Reach Advantage. Each hit with a two-handed melee weapon adds a stack of reach advantage, increase your melee defense by plus 5 to a maximum of 5 stacks under the carrier next turn. A single attack with hitting multiple targets can add several stacks. Ja, wir haben aber nicht several stacks. Also, wir haben mit der Waffe immer nur einen Attack. Da lohnt es sich nicht ganz so sehr, dafür zu gehen. Ich würde tatsächlich für Gifted gehen. Noch ein bisschen mehr davon kriegen und davon und wahrscheinlich noch ein bisschen AP. So. Zu viel gelbe Symbole, by the way. Ich sehe gerade nicht mehr durch, wer hier noch okay dabei ist. Mit dir wollen wir, glaube ich, darauf gehen, ne? Das heißt, mit dir wollen wir auch auf Overwhelm gehen. Wenn wir die Leute schlechter treffen, die Gegner. Ja, das tat ein bisschen weh jetzt am Ende. Aber wir haben ultra viel Glück mit den Verletzungen, ey. Uns fehlen zwar überall die Ohren, aber ja, gut. Whatever. What fucking ever. Minus Defense, minus Innie. Minus Hitpoints. Sowas würde ich, glaube ich, gerne fixen. Wobei wir ein Todesaim nicht brauchen. I guess. Ja, wir können dich nämlich tauschen. Wir haben immer Ersatzleute dabei. Dadurch sparen wir uns relativ viele Kosten, was das. Was das Dingen angeht, das Heilen. Wölver. Was? Warum ist denn bei euch nur 12er Preis? Weil ihr fucking Missing Shit habt. Nee, das will ich nicht. Wir gehen mal wieder nach Kronkog runter, unsere Main City. Und hoffen, dass es da einen geilen Contract gibt. First Brundorf Company, 25. Alter. Ihr seht schon schick aus mit eurem Weiß-Blau. First Sunfels Company. Gleich in grün. Wir müssen erstmal saufen, damit die Leute wieder ein bisschen auf gute Laune kommen hier. Boah, ein Oathtaker. Wir müssen also nach und nach, glaube ich, unsere Leute mit besseren ausstatten. Also mit zum Beispiel hier Militia oder sowas, wobei die Militia sauteuer ist. Und das halt nach und nach nachziehen, aber die müssen wir auch wieder zu Kultisten machen, sonst haben wir unsere Kultisten nicht. Return, Fertility zu Kronkog, das sollte relativ einfach sein, aber es ist immer noch ein Contract, Deliver Cargo nach Dulmen. Oder Good Payment for the Task, Crowd Pad Return, 30 Heads. Okay, patrouillieren, dann patrouillieren wir doch. Sagen. Dann patrouillieren wir doch. Wie ist hier der Verkaufspreis? 21. Let's go. Finally. Finally some good fucking shit. Dich reparieren wir. Dich. Ich nicht. Dich. Ja. Dich wollen wir nicht haben, auf jeden Fall. Hier haben wir einen Ersatz. Hier. Das war dumm. Jetzt haben wir gerade den verkauft, den wir eigentlich reparieren wollten. Aber ich habe einfach missklickt. Dich will ich nicht haben. Dich können wir verkaufen, weil wir dann einen Ersatz haben, den ich noch gar nicht auf Reparatur gestellt habe. Das wollen wir verkaufen. Hier können wir einen verkaufen.
Wir sind wieder ein bisschen lichter und wir haben ein bisschen mehr Kohle. Eigentlich ganz geil, die Kombination. Hier können wir auch einen verkaufen. So, Essen ist hier aber nicht gerade günstig. Deswegen nehmen wir nur das Billigste mit. Und patrouillieren ein bisschen. Rumhorn. Und wir sollen Brigands töten. Irgendwie unterwegs treffen. Fragen wir halt irgendwelche Treffen. Moment, was ist hier? Full Nets. 100% more food for sale. Trading food for less. Günstiges Essen? Gib her. Günstiges Essen kann ich gebrauchen. Meine Leute sind immer hungrig. Immer hungrig. Netze hätte ich gern alle. Die Netze hätte ich gern alle, wenn wir wieder einen Alp-Contract machen. Würde das so wertvoll sein. Auch wenn ihr Ambush Trade Routes habt. Was ein bisschen weird ist, weil ich hier gerade hier beim Patrouillieren bin. Und hier so viele Kompanien rumrennen. Dass ihr Ambush Trade Routes habt, ist sehr, sehr merkwürdig. Könnt jetzt natürlich irgendwie durch die Gegend juckeln, nach oben oder unten, aber... Oh, never mind. Ja. Was soll ich denn machen? Und nach Kronenkog zurück. Ja, wir werden wieder nichts haben. Ich weiß nicht, ob das einen negativen Einfluss auf unser... Oh, Nomads. Ja, jagt uns mal ein bisschen. Jagt uns mal ein bisschen. Schön mitkommen, Nomads. Schön mitkommen. Ja. Da bin ich nämlich dafür. Oh, die rennen weg. Die sind deutlich schneller als die Sandfeld Company. Archers, Outlaws, Cutthroats. Das könnte nach hinten losgehen, was ich jetzt hier versuche. Weil die haben halt wieder Archers und das Tag. Du darfst auf jeden Fall nicht als erstes nach vorne laufen. Aber du darfst als erstes nach vorne laufen, würde ich sagen. Mit deinem Nimble. Das tut weh. Du gehst mal mit hier hin. Wir hoffen, dass die jetzt nicht direkt da rein jeeten. Hören sie komplett auf dem Ding auf. Du wartest noch kurz. Oh, ihr habt den Triple Flail. Oh, den will ich haben. Der ist saugefährlich, aber den will ich haben. Also, der ist wirklich saugefährlich, aber super geil, wenn man den hat. Ich will haben. Dir geht's nicht ganz so gut. Mal so, Sepp, du bist glaube ich noch nicht so gut dabei. Mal so, und du hast auch den zu Reach, Brawny Bullseye, Pathfinder, was? Brawny Bullseye, Pathfinder, Relentless? Okay. Spannende Kombo. Ihr wartet einfach, ne, bis ich da rankomme. Einfach am Abwarten, bis ich da rankomme. Das Schild, also der mit dem Triple ist bitter. Er könnte bitter werden. Au! Er hat schon zwei gefressen. Ah, ich muss den auf jeden Fall mal Range Defense geben. Er hat schon zwei gefressen, ey. Wenn ich jetzt da versuche reinzusteppen, geht das ja nicht, ne? Also ich mach den und versuch's dann. Nope, geht nicht. Dann wirklich nur am Zeit kaufen, die Schweine. Dego, wie viel Defense hast du? 43. Hast du 55. Sehr schön gebrochen. Das ist das Problem. Ich glaube, ich lieber dich da oben disarmen. Muss ich aber warten, bis jemand anders gemoved ist.
Ihr habt euch halt, ne, mit dem hier, dass da was dazwischen steht, ist halt echt du. 10% Chance. 5, 10. Und moven darfst du dann auch nicht, natürlich. Du läufst mal hier nach unten. 41, ey, scheiße. Au. I guess. Haben wir noch den Hund nach da oben, wenn wir eh die Sachen übrig haben. Nice, ein 37er hittet. Der will, glaube ich, stunnen. Er kann zumindest stunnen. Das überlebt der Hund wahrscheinlich nicht. Neun? Alter, what? Oh, scheiße, ey. Sehr gut, nicht getroffen. Ey, nicht mit dem Sand werfen. Von dabei. Okay, er ist runtergegangen. Wow. Aua, dieser Triple Hit ist so. So biestig. Rausrotierend, glaube ich, hingestellt. Müsste hoffentlich klappen. Ich nur 9 Hitchance habe, ist so shit. Nomad Outlaw, ey. Das ist richtiger Shit. Oh, ein 80er Hit, sehr schön. Ich muss mich hier ein bisschen anbieten. Ja, dass das irgendwie nichts wird, war irgendwie klar. 48, boah. Wir rally mal die Troops, aber... Oh, ich glaube, der kann hier reinsplitten, wenn er dann zwei Handdingens hat. Ich darf auf jeden Fall das rotieren, sehr gut. Das ist sehr, sehr hilfreich. Gestunt. Geben wir dir das noch. Und wir müssen dich, glaube ich, mal ein Stück schubsen. Gerade. Ja, den Hund nicht getroffen, sehr gut. Aber. Oh. Jetzt sind sie halt. No! Das muss wieder nicht sein. Ich verliere wieder Leute an einem Kampf, den ich nicht machen muss. War so ein Modus wieder gestruckdowned. Und er mit seinem Zweihandkleber und ach, die Ausrüstung, die sie haben, ist so geil. Ich würde sie so gern haben, aber ich werde nicht dazu kommen, dass ich sie krieg. Weil es einfach so stark ist, diese Multi-Hits. Ja, ich habe hier 38 auf jemanden, der komplett offen steht. Es ist halt, du bist noch nicht on fleek. Weg mit dem.
49 reicht. Der Hund hat Bock. Dein Kumpel ist zwar gerade gestorben, aber der Hund hat Bock, ey. Ja, meine Frontliner treffen leider nichts. Also literally nichts. Hallo. Gemeiner. Der darf zweimal? Das ist ein Problem. Dass der zweimal zu darf. Das ist ein großes Problem. Ich habe halt fast keine Hitchance gegen sie. Ah, nee. Nee, den Kampf sollte ich nicht tun. Den Kampf sollte ich nicht tun. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt wirklich wegkomme. Also die Südländer ist einfach das übelste Sorte ins Gesicht. Ja, aber ihr seid doch jetzt... Kann doch einfach abhauen, oder? Weil ihr... Ja, da seid ihr aggressiv. Ach so. Das ist ja spannend. Dass ihr da aggressiv seid, wenn ich abhaue. Als ob ihr wüsstet, dass ich abhaue. Merkwürdig. Der ist übrigens ein Feld falsch gegangen. Er hat nicht die optimale Reichweite. Ja, das ist ja sogar erwischt worden. Scheiße. Kommst du da wenigstens raus? Sag mir jetzt nicht nur, dass noch Zono stirbt dadurch. Dann können wir das auch nicht machen. Er kommt nicht weg. Er kommt nicht weg und wird komplett jetzt verprügelt von denen. Hier hat ein Feld falsch gelaufen. Können wir auch nicht machen. Oder wir müssen halt hoffen, dass wir einen besseren Spot kriegen, wo wir abhauen dürfen. Müssen aber hier irgendwie drum rumlaufen, das ist glaube ich kein guter Spot zum Abhauen. Das Einzige ist, dass sie auch um den Knubbel hier drum rumlaufen müssen. Aber du könntest jetzt erwischt werden, mal so im Modo. Haben wir trotzdem nichts gekonnt. Wobei, er ist zumindest weggekommen von den Gegnern. Sieht ganz gut aus gerade. Wir hätten es nicht machen sollen, wir hätten sie irgendwie reinlurken müssen in irgendwelche Gegner, die sie aber nicht fighten wollen, das sind sie ja dann weggelaufen. Ja, das ist dumm. Ärgere ich mich ein bisschen, aber ich habe keine guten Leute, also ich bin mit echt mittelmäßigen Leuten hier unterwegs. Also ich kann einfach die Südländer null fighten. Die sind so stark mit ihrem Dodge und ihrem komischen Sand und Shit und haben bessere Waffen und Ausrüstung, also... Würde mich sehr wundern, wenn ich da überhaupt irgendeine Schnitte haben würde, aber... So, jetzt ist die Frage... Wo sollen wir hin? Uff, nach da unten. Ich weiß nicht, ob wir da rechtzeitig hinkommen. Wo sie sich wieder bewegen und so weiter jagen. Wir haben nichts gefunden, das heißt, wir kriegen halt weniger Zeug. Die mögen das immer nicht, wenn man abhaut, ne? Retreated from a battle. Jungs, ihr wärt tot, wenn wir nicht abhauen würden. Ihr wärt fucking tot. Also macht mal halblang. Macht mal ganz entspannt. Wir hatten noch irgendjemanden einen schlechten Dolch. Da, du hast einen schlechten Dolch. Wenn wir hier den Dolch verkaufen, das können wir verkaufen, das verkaufen. Sollten vielleicht mal das gute Schwert benutzen auch, oder? Wir haben die ganze Zeit hier noch ein besseres Schwert dabei und benutzen es einfach nicht. Nicht so smart. Dolche wollen wir eigentlich auch nicht mehr benutzen irgendwann, aber ich glaube, meine Leute haben noch nicht genug Skill, um von den Dolchen runterzugehen, oder?
Wirklich? Ja, 56er, mal probieren, ob wir das ohne Dolche hinkriegen. Ohne Dolche, sage ich, ohne Speere, meine ich natürlich. 59. Probier mal, ob wir es ohne hinkriegen. So, Essen haben wir noch eine Weile. Was ist das hier? Karawane, 170, 600, ist Weißenschacht nach Norden. Weißenschacht nach Norden können wir machen. Dann sollten wir aber im Zweifel wieder Essen, was demnächst verfällt, verkaufen. Wie das da. 6 Tage, 5 Tage, 5 Tage, 6 Tage. Das Essen hält aber noch. Ich glaube, das können wir dann immer noch auffuttern. Will ich jetzt noch was verkaufen? Einen von denen vielleicht. Da haben wir noch so viele. Ich glaube, sonst wollen wir hier nicht mitnehmen. Wir könnten die Militia mitnehmen. Ha! Wollen wir aber nicht. Nicht wirklich. Wie gut. Aber minus Damage. Der wäre halt wieder ein insaner Backliner, ne? Weil der kriegt 57 plus 35 ungefähr. Der kommt auf über 90 Melee-Skill demnächst. Und ist ein. Der wäre halt wieder jemand für die Range-Backline. Aber ich würde den Mahayan wollen. Und dann kriegt der nämlich das hier. Oder halt eine Peitsche, wenn wir da eine kriegen. Das. Und ein Dolch. Und einen Dolch. Jetzt müssen wir halt nur irgendwann nochmal dafür sorgen, dass wir auch entsprechend gelevelt kriegen, die Leute. Oh, 140er. Warum habe ich den 140er nicht benutzt? Jemand, der noch genug Ausdauer hat? Also bei dir muss ich ein bisschen gucken. Hast schon einen besseren? Ja, yeah, du kannst 140er haben. Dann haben wir noch einen 110er übrig. Ja, für 7 Ausdauer, 110, Abbruch, let's go. So, auf geht's. Hoffentlich kriegen wir noch einen einfachen Fight. Wie gesagt, wir müssen halt einfach ein bisschen... Oh! Bodo will ich behalten. Aber ich glaube, wir haben gleich keine Leute mehr. Da, cool, presence arrived during campfire. Wir sollen... Rewels oder Bodo opfern. Ich glaube, Rewels. Das sind, glaube ich, beides keine Kultisten. Rewels and Bodo, first one melted away before. Ich glaube, Rewels, der zweite, war gar nicht so schlecht, aber Bodo ist unser einziger Range. Aber ich vermute, der ist eh gleich weg. Deswegen werde ich Rewels den zweiten opfern, aber ich vermute, wie gesagt, Bodo ist auch gleich weg. Zono the Cultist is now a zealot of cult hier. Fanatic. Rewels is dead. Die sind halt alle übel angry und die sind auch gleich innerhalb. Ja, da ist Cold Blue weg. Gleich sind wir nur noch Kultisten. Das ist das Event, was ich die ganze Zeit meine. Bodos weg. Ja, mal abzusehen. Also wir kriegen, glaube ich, soweit ich weiß, trotzdem die Sachen ins Inventar, ne? Ja, hier zum Beispiel das Gift von Bodo. Also wir behalten zwar unsere Sachen, aber die Leute sind, ne? Hier Sexy und Dego sind wahrscheinlich auch gleich. Sind wahrscheinlich auch gleich weg. Da ist Dego weg. So. Das ist, was ich meinte. Das böse Event. Da ist Sexy weg. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch Kultisten wahrscheinlich in unserer Aufstellung. Kultist. Deswegen, was anderes anzuheuern, ist halt echt schwierig. Da haben wir ganz schön viel Ressourcen jetzt verbraten, um andere Dinge anzuheuern. Ja. Du hast Dodge, da wollen wir dir nicht zu viel geben. Kann ich auch Dodge. Du hast keinen Dodge und eine 90er Rüstung, dann kriegst du doch mal die... 130er Rüstung.
Du hast Dodge und bald Nimble. Abbruch. Ist kein Dodge. Du hast auch noch eine 90er Rüstung, wenn noch eine bessere. Ich glaube nicht, ne? Aber du kannst eine 88er haben. Du hast keinen Dodge, dann können wir dir die 90er geben hier. Haben wir jetzt sau viele Sachen im Inventar. Das kann nicht, wie groß unser Inventar sein darf aktuell. Und was passiert, wenn wir zu viel haben? Wahrscheinlich droppt es das dann. Wenn wir zu viel Inventar haben, wo steht denn Inventar nochmal? 76 von 99 und 11 von 12, ja. Deswegen Kultisten anheuern. Jetzt kommen natürlich noch 8 Brigands, ja. Some Marksmen, some Raiders, und wir kriegen dadurch nie Ranged, weil wir die Leute nicht überzeugt kriegen, bei uns mitzumachen. Ben kann da rein. Denke ich. Hier wird einfach echt stehen. Okay. Das ist ja langweilig. Dann Yushka. Nein, ich wollte eins zurück. Ich wollte nicht. Todes ähnelt auf jeden Fall den hohen. Du bist nicht so gut dabei sonst. Ron. Du wartest nochmal eine Runde ab, was hier passiert. Teilt euch irgendwie, ne? Das ist ja weird. Abbruch. Die werden, glaube ich, jetzt gleich schießen, oder? Hier auf meine Backline. Nee, zum Glück nicht. Kommt ihr jetzt ran? Und hört auf, Dinge zu werfen. Okay, Ben it is. Ich kann einfach... Nee, kann ich nicht. Gehen wir aber mal rein. Die sind echt da hinten drauf, ne? Die Schweine. Die miesen Kleinen. Sehr schön. Das nicht so schön. Das ist doch alles doof. Das ist meine rangy Backline-Dudes da oben. Wie viel hast du Defense? 41. Ich kann's gut. Ja. Eigentlich doch ganz gut, würde ich sagen. Okay, du kannst dahin, oder? Und dann können wir dir das Schild klauen, weil du warst eh schon dran. Du machst einen 38er gegen eine Shield Wall. Das ist ja spannend. Finde ich zumindest. Ups. 45, 46. So. 22, 26. Den schauen wir da rein. Und fangen wir an, das Schild wegzuarbeiten, was er da hat, das große. Jetzt hier. Oh, da durfte ich nur einmal attacken. Ja, kau ihn kaputt. Sehr schön. Guter Mann. Oh Mann, ey. Das ist fucking dumm. 32, 12, 27.
Schöne Overwhelm-Stacks. Au! Boah. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. 46. Aber gehittet. Ein 70er nicht gemacht. Das ist natürlich unangenehm. Das ist natürlich unangenehm. Machen wir den mal weg. Aber du hast, glaube ich, mit Albrecht, du bist Level 1, genau, und du hast noch keine Mastery, wodurch du hier besser und so. Ach, scheiße, hat keine Ausdauer mehr. Hat keine Ausdauer mehr. Er hat den Farbfilm nicht vergessen, er hat die Ausdauer verkackt. Sehr gut. Hat der Hund den High Ground. Finde ich ja irgendwie unangenehm, was hier passiert. Bin ehrlich. Er ist am Rangy dran, sehr geil. Er ist am Rangy dran. Und der macht aber noch ein bisschen Attack nebenbei. Kriegen wir jetzt endlich mal einen Down hier, das ist die Frage. Ich habe das Gefühl, das dauert noch ein bisschen. Warum durch diese blöden Schilde hier unten nicht durch? Ich habe so schlechte Hitchances. 56, warum? Shield Wall, ey. Gehen wir so mal ein bisschen durch die Gegend. Oder in seinem Hund ran. Upsi. Vielleicht nicht ganz so smart gewesen. Der ist gefährlich. Genau deswegen. Todesaim ist dead. Todesaim ist dead. Also das ist gerade ein ziemliches Zurückwerfen, was hier passiert. Kopf ab. Finally. Wir haben einen. Und der blutet. Ja, du darfst nicht nochmal. Und du kannst Schritt vorgehen. Jawohl. Oh, schade, er hätte ihn töten können. Er hätte ihn töten können. Don't hit. Danke. No, don't do that. Ach, dammit. 62er wieder nicht. Oh Mann. 49, 59. Komm schon. Ich will dich doch nur töten. Ich will dich doch nur töten. Er hat schon so lange kein Schild mehr, überlebt das trotzdem noch, ne? Schild wecken von dir. Let's go. Er blutet langsam aus. Irgendwann ist er tot. Langsam, aber sicher. 59er dich hinten, ey. Das ist schon ein bisschen cringe hier, ey. Das soll ich nicht tun, denn soll ich auf den hauen. Weil der wehrt sich ja da oben. Er hat jetzt einfach wieder Shield War gemacht und sonst nix, ne? Warum ist er denn vor dem Hund dran? Yo, what? Komm schon, jetzt beiß ich endlich. Jawoll!
haben die auch viel weniger Bock. Viel weniger Bock haben die jetzt. Danke. Danke. Let's go. Schade. Nicht, Hundis. Don't do this. Aha. Gar nichts Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Ey, nicht der Schildspalten. Puff. Okay, das soll ich nicht tun. Das Wegschubsen zählt auch als Angriff. Halt uns mal kurz fest. Immer noch vor dem Hund dran, ey. Unfassbar schnell ist der. Ja, das ist der Hund. Das war der Hund. Okay, der hat keinen Bock mehr. Dann können wir uns ransteppen. Der rennt ja schon, ne? Dann versuche ich jetzt nämlich den anderen zu machen. Schade. Irgendwie nachziehen hier. Ah, jetzt hast du auch keinen Bock mehr. Guck mal einer an. Ah, dass Todesaim gestorben ist, ist echt schade. Ist ein bisschen traurig, aber nee, wir wollen das hier alles haben. Wir wollen alles haben, wenn schon, denn schon. Und einer von der Karawane ist ja auch noch gestorben, stimmt, da war was. Ich glaube, wenn die Hunde die XP kriegen, haben wir ein Problem. Ja, Todesaim, ich auch. Uff. Blut ist wieder geil, aber... Oh, scheiße, ja gut, die Bild ist wurscht. Wir werden schon mal auf jeden Fall nochmal einen Ersatzhund holen müssen, glaube ich, jetzt so langsam. Ich glaube, wir benutzen einfach mal, haben wir hier nicht noch irgendwo jemanden, der ein gutes Ding hat? 130er, du kriegst das jetzt einfach auch oben drauf, mal so ein Modo. Fehlt irgendwo, jetzt haben wir jetzt jede Menge Backliner, wenig Frontliner und dir fehlt ein Schild. Wie ist denn hier der Verkaufswert? 16. Ja, besser als nix, wa? Sollen wir vielleicht mal die ganzen Schilde ersetzen hier vorne in der Frontline. Weil wir so viele Kite-Schild haben. Und dann zumindest die billigen Sachen verkaufen. Moment, haben wir auch bei jedem jetzt einen guten Dolch? Nee, haben wir natürlich nicht. Da ein guter Dolch, da ein guter Dolch. Das ist noch kein guter Dolch. Auch keinen guten Dolch. So, was haben wir zumindest die. Da ist noch, wir haben noch sogar einen guten Dolch übrig. Und genau noch einen, der es braucht. Perfekt, das hätten wir so geplant. Diese billigen Sachen, wie gesagt, verkaufe ich jetzt mal. Kram, den wir halt wirklich gar nicht mehr benutzen wollen. Weil der Preis ist halbwegs okay. Er ist nicht gut. Ja, keine Frage. Er ist ziemlich beschissen sogar, aber. Besser als Loot liegen lassen zu müssen. Würde ich sagen. So, jetzt wollen wir euch reparieren. Oh, da ist noch ein schlechtes Schwert dabei dazwischen. Da. Dich wollen wir reparieren. Und euch wollen wir auch reparieren. Das heißt dann natürlich, dass wir die ganzen kaufen dürfen. Sowas dürfen wir verkaufen. Wie viele Schwerter haben wir denn? Wir haben doch mal jede Menge Leute mit Schwertern. Du nicht. Du hast noch ein schlechteres Schwert. Und du hast auch noch ein schlechteres Schwert. So, wir haben erstmal unsere ganz Leute Stufe 3 Schwerter gebracht. Das ist ja zumindest auch ein Erfolg. Die 110er Helme will ich, glaube ich, eigentlich auch nicht haben, die angefallen, die stark angeschlagen sind. Genauso wie das da nicht. Und das will ich auch nicht reparieren müssen.
So. Ja. Das war eine traurige Veranstaltung, sagen wir mal so. Sind wir ehrlich. Immer wieder ein paar neue Leute brauchen zum Auffüllen. Das ist relativ wurscht auch, wie gut die sind. Wir werden einfach neue Leute brauchen zum Auffüllen. So, Hesitant. Ja gut, das ist uns wurscht. HP ist okay, Damage ist okay. Hat sogar einen Defense-Skill. Gute Ausdauer. Inni ist scheiße, aber ja. Sollte insgesamt ein ganz brauchbarer Frontliner werden. Hätte ich vielleicht doch noch ein Dingens behalten sollen. So, du kommst erstmal an die Seite. Was ist mit dir? Du hast keine Vision und hast Lucky. AP, meh. Ausdauer, sehr gut. Resolve, insane. Inni ist okay. Ja. Wirst dich schon irgendwie verdingen können, ne? Wirst dich schon irgendwie verdingen können. So, ein paar Leute, wie gesagt, wieder aufgefüllt. Weil mit mehr Leuten es einfach einfacher ist. Einfach einfacher. Gehen wir noch ein paar Hunde mit. Gerade so die neuen hier, zack. So. Alles wieder aufgefüllt. Ja, das ist immer eine ziemliche Katastrophe. Eigentlich wollten wir ja, fuck. Wir wollten das eigentlich für was ganz anderes haben. Wir brauchen Geld doch, um unsere Ambition zu erfüllen. Dass wir die fetten Rüstungsteile kriegen. Das ist mir egal. Nochmal 11 Brigands, das wäre jetzt echt übel. Wenn die uns angehen, nochmal 11 Brigands. Q Marksman und Raiders. Ich glaube, sind wir vorher fertig. Kann ich doch abhauen. Ja, mach die Karawane, ist mir doch egal, die haben die jetzt echt abgefangen. ja, wir gehen nach Sandfeld oder sowas. Ja, aber wir haben genug Essen. Weil da sind ja Brigands. Bleiben die da? Die dürfen eigentlich nicht in der Stadt bleiben, oder? Können wir in die Stadt zurück chillen? Nein, hier hingelaufen sind, sonst abgehauen. Okay. Sehr gut. Missing Children. 600 ist eigentlich nicht so viel. Brigands, Mossy Shelter, wie gesagt, wollte man eigentlich nicht tun. 1000. In Stufe 1. Das wäre eine Hexenquest, sehr wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher, ob wir eine Hexenquest dafür gerüstet sind gerade. Und ich glaube, das überlegen wir uns beim nächsten Mal.